Ja, dann willkommen zu meinem Vortrag. Wie gerade schon angekündigt, geht es um das Potenzial der hyperspektralen Fernerkundung für die Detektion und Charakterisierung von Müllkippen. Hyperspektrale Fernerkundung oder hyperspektrale Kameras gibt es schon seit einigen Jahrzehnten. Die werden auch bereits operationell eingesetzt, zum Beispiel in der Online-Identifizierung und Sortierung von Kunststoffen in der Recyclingindustrie. Hier wird Hausmüll, Plastikmüll über Förderbänder transportiert und unter einer hyperspektralen Kamera hindurch. Diese misst die Müllobjekte. Die Plastikidentifizierung passiert quasi in Echtzeit und wenige Meter weiter hinter, am Ende des Förderbandes, werden die Objekte durch Luftdüsen in unterschiedliche Behälter sortiert, sodass Plastikarten wirklich sortenrein hier sortiert werden können. Das Ganze vollautomatisiert. Solche Kameras setzen wir bei uns am GFZ auch im Labor ein, auch von einer sehr geringen Messdistanz und mit sogenannten Mikroskoplinsen. Damit haben wir sehr, sehr kleine Pixel. Die Pixelgröße beträgt hier 50 Mikrometer nur. Und damit sind wir in der Lage, Mikroplastik aus Umweltproben zu identifizieren. Umweltproben, zum Beispiel Wasserproben, werden dabei auf Glasfaserfilter filtriert. Die Schwebstoffe aus den Wasserproben landen dann auf dem Filter. Diese Filter werden eingemessen mit der hochauflösenden Kamera und wir können auch hier Plastikarten sogar identifizieren und unterscheiden von den natürlichen Schwebstoffen, die natürlich auch in der Wasserprobe enthalten sind, und auch von den mineralischen Schwebstoffen. Ja, warum erzähle ich Ihnen das als Einstieg? Ganz einfach, weil solche Kameras, wie Sie hier sehen, auch in ein Flugzeug montiert werden können und ganz ähnliche Kameras auch in Satelliten verbaut werden. Und wenn sich Flugzeug oder Satellit über die Erdoberfläche bewegen, können Sie das reflektierte Sonnenlicht messen und ein hyperspektrales Bild der Erdoberfläche aufzeichnen. Dieses hyperspektrale Bild hat drei Dimensionen. Zum einen die räumlichen X- und Y-Dimensionen, die Sie kennen bei jedem anderen Bild auch. Zum anderen aber auch eine Z-Dimension, denn eigentlich sprechen wir hier von einem hyperspektralen Würfel. Das heißt, ein hyperspektraler Sensor nimmt nicht nur ein Bild auf, sondern ganz viele, nämlich in jedem Spektralkanal, den er besitzt, ein Graustufenbild, das die Reflektanz, also den Anteil des reflektierten Sonnenlichts, des von der Erdoberfläche reflektierten Sonnenlichts misst. Und hyperspektrale Sensoren machen das zumeist in Hunderten von Spektralkanälen. Wenn Sie ein solches hyperspektrales Bild an der Stelle von einem Pixel quasi mit einer Nadel durchstechen und die aufgezeichneten Grauwerte in den unterschiedlichen Spektralkanälen auftragen als Graph, wobei hier die X-Achse die Wellenlänge darstellt und die Y-Achse den Anteil des reflektierten Sonnenlichts, also die Reflektanz, dann sehen wir, dass bei hyperspektralen Sensoren dieser Graph sehr fein und durchgezeichnet werden kann, und sehr viele Details sichtbar sind. Wir sprechen hier von einer spektralen Signatur und die stellt quasi einen Fingerabdruck des gemessenen Pixels dar, beziehungsweise unterschiedliche Erdoberflächen und unterschiedliche Materialien haben quasi einen spektralen Fingerabdruck, der es uns ermöglicht, sie zu identifizieren. Wir können mit hyperspektralen Daten wirklich Materialien identifizieren, wie Metalle, Kunststoffe. Wir können Vegetation differenzieren, teilweise bis auf Artenlevel. Wir können Schwebstoffanteile in Gewässern detektieren oder auch Algenblüten. Da sind ganz viele unterschiedliche Dinge möglich. Und für die Anwendung Müll sind für uns natürlich vor allem menschengemachte Oberflächen und Stoffe interessant, wie Plastik oder auch Bauschutt oder ähnliche Stoffe. Deswegen zeige ich Ihnen auf der nächsten Folie ein Klassifizierungsergebnis einer urbanen Szene. Denn viele der urbanen Oberflächen wie Dachmaterialien, Teerpappe, aber auch Asphalt und Beton, aber auch Kunststoffe finden sich ja oft auch in Müllbergen wieder. Hier sehen Sie ein hyperspektrales Bild bzw. die Echtfarbansicht eines hyperspektralen Bildes, eines Ausschnitts von Berlin auf der linken Seite mit einem flugzeuggetragenen Sensor aufgezeichnet mit einer Pixelgröße von 3,50 m. Und auf der rechten Seite bzw. Bildmitte ein automatisch erzeugtes Klassifizierungsergebnis der Landbedeckung. Und wir sehen hier, dass wirklich bis auf Materialebene runter klassifiziert werden kann. Also die Klassen sind nicht grob wie Wasser, Vegetation, Straße, sondern wir können auch Straßen von Teerpappe unterscheiden, obwohl das
materialtechnisch sehr ähnlich ist. Wir können unterschiedliche Metalle identifizieren, Eisen, Zink, Aluminium, Kupfer. Wir können, wie wir an den spektralen Signaturen hier unten auf der Folie in dem Plot auch sehen, zum Beispiel rote Dachziegel, die aus Ton, aus gebranntem Ton hergestellt werden, das ist die blaue Kurve, unterscheiden von roten Dachziegeln, die aus Zement oder Beton hergestellt worden sind. Weil die Tonziegel in der blauen Kurve, die haben ja in dem Spektralbereich 800 bis 1000 Nanometer eine sehr deutliche Absorptionsbande, also eine Senke in dem Spektrum, während die Betonziegel diese Senke nicht aufweisen. Und solche spektralen Merkmale machen es uns möglich, Materialien zu identifizieren. Das Kunststoffspektrum hier, das rote oben, das ist Polyethylen. Das hat sehr schöne, deutliche Absorptionsmerkmale, die wir in den anderen Kurven nicht sehen. Und so ist jedes Material anhand dieser Spektralkurve eindeutig identifizierbar. Auf dieser Folie sehen wir einen Vergleich von hyperspektralen Daten zu multispektralen. Die meisten Satelliten, die sich im Orbit befinden, sind ja multispektral. Und der Unterschied ist eben, dass diese nur an sehr diskreten Stellen des elektromagnetischen Spektrums Messungen vornehmen. Wir sehen auf der linken Seite die hyperspektralen Kurven, die man quasi durchzeichnen darf, weil die Spektralkanäle sehr schmal sind und kontinuierlich. Also die liegen dicht an dicht. Die messen das gesamte Spektrum sehr, sehr fein. Und die multispektralen, die messen nur an diskreten einzelnen Stellen, hier beispielsweise nur 6 spektrale Kanäle, die teilweise sehr breit sind. Und wir wissen nicht, was dazwischen liegt. Wir dürfen diese Punkte eigentlich fachlich nicht miteinander verbinden, weil dann würden wir ja davon ausgehen, dass sich die Reflektanz linear entwickelt als Linie, was nicht der Fall ist. Und wir sehen, dass diese Absorptionsmerkmale, die Senken in den Spektren, die werden nicht abgetastet von den meisten multispektralen Satelliten und folglich können wir mit multispektralen Daten keine Materialidentifizierung vornehmen. Ja, jetzt kommen wir zu der Problematik. Die eierlegende Wollmilchsau unter den Satelliten gibt es leider noch nicht. Die wäre nämlich ganz links oben in dieser Grafik. Wir haben auf der X-Achse die räumliche Auflösung der Satelliten. Das heißt, da wollen wir sehr kleine Pixel eigentlich haben, also ganz links. Und auf der Y-Achse die Anzahl der spektralen Kanäle. Die hyperspektralen Systeme befinden sich ganz oben. Die eierlegende Wollmilchsau wäre also ganz links oben. Da ist nichts, beziehungsweise der Kasten bei den hyperspektralen, der sich hier ganz oben befindet und ganz links mit relativ kleinen Pixeln, das sind die Flugzeugsensoren. Vom Flugzeug aus, klar, ist dichter dran, haben wir kleinere Pixel. Die hyperspektralen Satellitensensoren, die sich derzeit im Orbit befinden, haben leider 30 Meter große Pixel, 30 mal 30 Meter. Die multispektralen Satelliten haben klassischerweise nur 4 spektrale Kanäle, RGB und einen NIR-Kanal. Teilweise geht das in Richtung der hyperspektralen, man sagt auch superspektrale Auflösung. Bei ASTA, Sentinel-2, WorldView-3 beispielsweise haben wir so gute 10 Spektralkanäle, immerhin 10 bis 20. Und häufig sind die Systeme so entwickelt, dass man bestimmte Anwendungen auch schon im Hinterkopf hat. Also dass man die wenigen 10, 20 Kanäle, die diese Systeme haben, auch gut designt, gut platziert und so schmal macht, dass bestimmte Absorptionsbanden abgetastet werden. Das ist vor allem der Fall bei dem ASTA-Satelliten, Sentinel-2 auch, stimmt schon. Aber was die Kohlenwasserstoffe, also auch Kunststoffe angeht, ist es vor allem der Fall bei dem WorldView-3-Sensor. Der sticht hier so ein bisschen heraus, der passt nicht ganz in seine Box, weil er zusätzlich zu gut platzierten Spektralkanälen auch noch eine relativ geringe Auflösung hat. Wir haben hier im sichtbaren Bereich 1,20 Meter Pixelgröße und im nahen Infrarot, der für die Identifizierung der Materialien sehr wichtig ist, der Bereich, haben wir 3,70 Meter große Pixel. Immerhin 3,70 zu 30 Meter ist schon mal fast ein Faktor 10 an Verbesserung und dazu gut platzierte Kanäle. Deswegen haben wir mit diesem Sensor eine kleine Studie gemacht, ob wir da in der Lage sind, Kunststoffe weltweit oder Plastikmüllablagerflächen weltweit zu identifizieren. Die nächste Folie zeigt, dass die Spektralkanäle des WorldView 3 auch wirklich gut platziert sind. Im Hintergrund sieht man die hyperspektralen, also spektral sehr hochauflösenden Spektren der Kunststoffe und in schwarz gezeichnet und mit Punkten markiert die Stellen, an denen WorldView 3 misst. Nehmen wir mal das Spektrum links oben. Da sehen wir, dass
die ersten zwei Absorptionsbanden leider nicht abgetastet sind, aber die wichtigste Bande zur Identifizierung der Kunststoffe, die liegt hier in dem Bereich zwischen 1600 und 1800 Nanometern, die ist einigermaßen gut abgetastet. Man sieht, dass das Spektrum hier runter geht zumindest. Der zweite wichtige Bereich liegt hier hinter 2100 Nanometern. Auch hier sind vier Spektralkanäle platziert worden. Da hat der Designer des Satelliten auf jeden Fall die Anwendung der Kohlenwasserstoffe im Hinterkopf gehabt. Wir haben bei der Analyse dieser Spektren herausgefunden, dass man zwar nicht die einzelnen Plastikarten mit WorldView 3 unterscheiden kann, aber immerhin zwei Gruppen, nämlich auf der linken Seite die aliphatischen Kohlenwasserstoffe, die aus Kohlenstoffketten bestehen, und auf der rechten Seite die aromatischen Kohlenwasserstoffe, die einen Kohlenstoffring eingebaut haben in ihrer Struktur. Denn das Spannende ist, dass die Molekülstruktur, die ruft diese Absorptionsbanden hervor. Die Struktur der Moleküle der Stoffe, die bestimmt, welche Wellenlängenbereiche absorbiert werden. Die bestimmt also die Lage dieser Absorptionsbanden und deren Form. Und deswegen können wir Materialien, können wir Stoffe identifizieren. Ein anderes Molekül führt zu anderen Absorptionsbanden. Auf diese Folie möchte ich jetzt nicht oder kann ich jetzt nicht im Detail eingehen. Das ist der wissensbasierte Entscheidungsbaumklassifizierer, den wir basierend auf diesen Spektren und ihren spektralen Eigenschaften entwickelt haben. Der ist dazu gedacht, diese beiden Kunststoffgruppen, aliphatische, aromatische, zu unterscheiden. Und der basiert eben auf dem, was wir hier sehen. Also wo sind die Senken, die Absorptionsbanden in den Spektren, wo sind lokale Maxima? Und wir sehen, dass die sich zwischen diesen beiden Gruppen unterscheiden. Das haben wir in einen wissensbasierten Entscheidungsbaumklassifizierer kodiert. Und der ist deswegen so komplex geworden am Ende, weil eigentlich sind es ja nur wenige Bedingungen, weil es noch ganz viele andere Materialien auf der Erdoberfläche gibt, die als Falschpositive zunächst auftauchen, wenn man anfängt, den Baum klein zu strukturieren. Und dann muss man sich noch ganz viele Zusatzbedingungen ausdenken, um diese Falschpositive aus dem Klassifizierungsergebnis herauszubekommen. Hat aber dann sehr gut funktioniert, wie wir an einer Validierungsstudie anhand von Flugzeugaufnahmen festgestellt haben. Hier haben wir Kunststoffobjekte in der Umwelt ausgelegt, ganz links auf einer Wiese. Zweite Bild von links, B und F, ist ein Sandstrand an einem See. Also das, der helle Bereich ist der Sandstrand, der dunkle Bereich ist der See, ist das Wasser. Da haben wir also auch schwimmendes Plastik auf dem Wasser. Dann gibt es hier im Bereich C und G, das sind Gewächshäuser in Südspanien, in Almeria. Und ganz rechts sehen wir einen Ausschnitt des Stadtgebiets von Dresden, wo es offensichtlich einige mit Kunststoff gedeckte Gebäude gibt. PE ist das meistens, PE-Dachbahn. Und die oberen Bilder zeigen jeweils die per Hand digitalisierte Wahrheit, also Flächen, die wir zur Validierung, zur Genauigkeitsberechnung der Klassifizierungsergebnisse benutzt haben. Und unten sehen Sie die Klassifizierungsergebnisse. Und man sieht, dass es sehr, sehr wenig Falschpositive gibt. Die Objekte, die wir ausgelegt haben, sind sehr schön abgegrenzt. Genauso die Gebäude in Dresden beispielsweise, sehr schön abgegrenzt. Und ja, diese Klassifizierungsergebnisse werden vollautomatisch mit einem Klick erzeugt anhand dieses Entscheidungsbaumklassifizierers. Und wir haben in der Regel Genauigkeiten größer 90% erreichen können, oftmals sogar größer 95%. Das hat uns ermutigt, also das sind ja jetzt keine WorldView 3 Aufnahmen vom Satelliten, sondern hyperspektrale Aufnahmen vom Flugzeug, aus denen wir aber quasi WorldView 3 Daten gerechnet haben. Also wir haben die Spektren umgewandelt in WorldView 3 Daten, wie der Satellitensensor sie messen würde. Das hat uns aber dann ermutigt, den Algorithmus auch auf echte WorldView 3 Daten anzuwenden, nämlich auf drei Gebieten der Welt. Zum einen auch Almeria wieder, die Gewächshäuser. Das ist der Ausschnitt A. Zum anderen Ausschnitt B, da sehen wir einen Ausschnitt des Stadtgebiets von Accra in Ghana, und Ausschnitt C sehen wir den sogenannten Stadtteil Garbage City in Kairo, wo die Menschen ihren Müll größtenteils auf den Hausdächern lagern. Zu B wollte ich noch sagen, in Accra, da ist bekannt, dass da europäischer Elektroschrott hin verschifft wird, teilweise repariert und ein zweites Leben erhält, teilweise aber auch ausgeschlachtet wird, wenn die Geräte nicht mehr funktionieren. Die Metalle werden noch recycelt und der Kunststoff wird verbrannt.
Wir können auch hier wieder Google Maps und Google Earth bzw. Google Street View benutzen, um zu validieren, dass die Flächen auch wirklich Kunststoffe sind. So sieht es in Almeria aus. Da haben wir teilweise flächendeckend Gebiete mit Gewächshäusern und das ist in der Regel der Kunststoff PE, der hier als Folie verwendet wird. Und bei Google Street View gibt es Nutzerfotos, die das auch eindrücklich zeigen. In Accra sieht es so aus in Google Maps. Man sieht anhand dieser feinkörnigen, rubbeligen Struktur, dass das auf jeden Fall Müll ist, der da rumliegt. Und auch die Nutzerfotos zeigen das sehr eindrücklich. Und die dritte Fläche, so sieht es in Kairo in dem entsprechenden Stadtteil aus. Und auch hier gibt es Fotos, die zeigen, dass hier der Müll auf den Hausdächern in den Straßen gelagert wird. Spannend ist auch, dass das übereinstimmt mit unserem Klassifizierungsergebnis. Also die hellen Punkte sind die hellen Flächen, sind die Gebäude und die Klassifizierungsergebnisse der Kunststoffe liegen häufig auf den hellen Flächen, also auf den Hausdächern. Damit komme ich zum Ausblick. Was ich Ihnen bisher gezeigt habe, ist ja eine Materialklassifizierung vor allem von Kunststoffen, aber auch von den urbanen Gebieten. Wir wollen natürlich fokussiert auf die Müllablageflächen die Materialien erweitern, auf andere Bauschuttmaterialien beispielsweise, auch auf Metalle. Zum anderen wollen wir nicht nur den WorldView 3-Satelliten verwenden, sondern auch Prisma- und NMAP-Daten, also vollwertige Überspektralsensoren, sodass eine Reihe von weiteren Materialien wahrscheinlich mit identifiziert werden können. Und wir wollen in eine Kooperation mit Global Plastic Watch gehen, um in deren Datenbank, auf deren Webseite, anhand von Pilotstudien für einige von deren detektierten Deponien die Materialcharakterisierung zu ergänzen. Ein Anwendungsbeispiel, das vielleicht auch für Sie interessant sein könnte, haben wir uns ausgedacht. Also man braucht ja beides. Man braucht die räumlich hochauflösenden Daten und man braucht die hyperspektralen Daten zur Materialklassifizierung. Und es wäre wahrscheinlich eine spannende Anwendung, wenn man so eine Anwendung wie Google Maps hätte, in der man rumscrollen kann. Und wenn man den Betrieb um die Ecke kontrollieren möchte, dann scrollt man dahin. Wenn man mit der Maus über das Bild fährt, erscheinen das grobe Raster der Hyperspektraldaten. Und wenn man dann ein hyperspektrales Pixel, also ein Pixel der dahinterliegenden Hyperspektraldaten anklickt, bekommt man das hyperspektrale Spektrum angezeigt und gleich die Materialklassifizierung dazu. Das wäre wahrscheinlich eine sehr spannende Anwendung, wie viele von Ihnen die vielleicht gebrauchen könnten in Ihrem Alltag. Damit bin ich am Ende und stehe für Fragen zur Verfügung. Bei ähnlichen Molekülstrukturen, klar, sind die Spektren auch sehr ähnlich. Zumeist gibt es aber noch feine Unterschiede und das sehen wir bei den Kunststoffen auch. Die haben alle in ähnlichen Spektralbereichen Absorptionsbanden, die größtenteils leicht verschoben liegen oder eine leicht andere Form haben. Und das herauszukitzeln, ist halt die Aufgabe des Algorithmus. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, je ähnlicher die Materialien sind. Und zudem sehen, also diese Kurven, die wir hier sehen, die sehen ja wunderbar glatt aus. Bei Satellitensensoren haben wir dann häufig noch ein schlechteres Signal-Rausch-Verhältnis. Das heißt, da liegt häufig noch ein Rauschen drauf. Und das macht es dann schwer. Wenn die Banden sehr fein werden, nicht besonders tief und dann die Spektren auch noch verrauscht sind, da kann es dann sein, dass wir es irgendwann nicht mehr erkennen können, die Unterschiede. Von jedem Pixel wird nur eine Kurve zurückgeliefert. Und wenn das Pixel nur von einem Material bedeckt ist, dann ist die Kurve sehr eindeutig diesem Material zuzuordnen. Die Eigenschaften des Materials kommen dann deutlicher heraus. Das ist aber bei größer werdenden Pixeln in der Regel nicht der Fall. Da sprechen wir von sogenannten Mischpixeln. Das heißt, das Pixel ist von mehreren Materialien bedeckt und jedes Material trägt mit seinen spektralen Eigenschaften zu dem gemessenen Signal bei. Die mischen sich dann also die Eigenschaften in dieser gemessenen Kurve. Und jedes Material hat Absorptionsbanden an unterschiedlichen Stellen. Die sind dann alle im Spektrum sichtbar, wenn das Signal einen gewissen Flächenanteil im Pixel überschreitet, sind dann aber nicht so tief, wie wenn das Pixel nur von diesem Material bedeckt wäre. Das heißt, im Subpixelbereich können wir auch Materialien identifizieren, und sogar Bedeckungsgrade im Pixel quantifizieren.
Aber es wird schwieriger mit geringerem Flächenanteil der Materialien. Also es hängt immer davon ab, wie viel Prozent Bedeckungsgrad ein Material im Pixel einnimmt. Und es hängt auch davon ab, wie tief die Absorptionsbanden des reinen Materials sind. Also wenn Kunststoffe beispielsweise haben sehr schön tiefe Absorptionsbanden. Und je weniger Flächenanteil der Kunststoff im Pixel hat, je geringer wird die Bande. Wenn die aber im Original sehr tief war, dann kann man den Stoff auch bei geringen Bedeckungsgraden, zum Beispiel bis, ich sag mal, 5% der Pixelfläche noch identifizieren. Wenn die Banden im Original schon nicht besonders tief und prägnant sind, dann wird es wahrscheinlich schon bei 50% Flächenanteil nicht mehr funktionieren. Öl und Boden haben Kollegen gemacht vom BGR. Da habe ich sogar eine Folie dabei. Das ist eine Flugzeugbefliegung in Berlin. Kollegen des BGR haben das gemacht, auch schon 2004. Also wie gesagt, hyperspektrale Fernerkundung gibt es schon ein Weilchen. Und hier wurden mit Öl verunreinigte Sande ausgelegt, und zwar in dieser Fläche hier. So Bottiche, ich glaube, oder Flächen einmal 1 Meter groß ungefähr, und mit ähnlicher Pixelgröße wurde das dann auch beflogen. Und in Rot sieht man hier automatisch erkannte Kunststoffflächen. Also der Kunstrasensportplatz kommt hier wunderbar heraus, oder die Sportplätze, und eben auch einige der ausgestellten Bottiche wurden hier erkannt. Hängt auch da wieder von der Menge ab, also vom Flächenanteil beziehungsweise vom Volumen ist es da ja. Also ein flüssiger Stoff, Öl und Sand, die vermischen sich ja nicht teilflächig, also linke Seite Öl, rechte Sand, sondern die vermischen sich miteinander, und da ist es dann nicht der Flächenanteil, sondern der Massenanteil wahrscheinlich, der da entscheidend ist. Ich glaube, sie haben auch unterschiedliche Massenanteile, also in unterschiedlichen Mengenverhältnissen gemixt, und einige wurden erkannt und einige nicht. Ach ja, und zu den Kosten könnte ich noch was sagen. Also das sind jetzt Flugzeugdaten, und klar, Befliegungen sind immer teuer zu organisieren und ist auch Organisationsaufwand. Die hyperspektralen Daten des Satelliten EnMAP und Prisma, die sind kostenfrei. Allerdings derzeit sind das eher wissenschaftliche Missionen. Das heißt, da braucht man eher ein Forschungsprojekt. Man muss einen Antrag stellen, dass man diese Daten bekommen kann. Und dann bekommt man sie in der Regel für wissenschaftliche Projekte. Da kann vielleicht Saskia noch was zu sagen. Die betreut nämlich die EnMAP-Mission. Und zu WorldView 3 wollte ich noch sagen, die sind kommerziell und recht teuer. Genau, kann ich kurz ergänzen. Stimmt alles, was Matthias gesagt hat. Die EnMAP-Daten wird es ab Oktober diesen Jahres ungefähr geben. Und da gibt es dann ein Portal, und die Information findet sich auf der Website der EnMAP-Mission unter enmap.org. Also Eindringtiefe gibt es bei der optischen Fernerkundung eigentlich gar nicht. Radarstrahlen können in feste Materialien eindringen, je nach Wellenlänge der Radarstrahlung. Optische Fernerkundung kann das quasi nicht. Allerdings gibt es ja transparente Materialien. Also viele Kunststoffe sind ja transparent, da können wir mit dem Auge durchschauen. Und selbst wenn wir mit dem Auge nicht mehr durchschauen können, sind sie häufig immer noch semitransparent. Also da scheint Licht durch. Wenn man eine Lampe hinterhält, in einem dunklen Raum, dann dringt das Licht durch. Wir sehen, dass da Licht durchkommt. Die sind also transluzent, nennt sich das in der Fachsprache. Und das heißt, das Licht kann eindringen und trifft auch auf den Inhalt des Sacks. Und wird von dem reflektiert und dann nochmal wieder durch den gelben Sack durch und dann zum Satellitensensor. Also bei transluzenten Materialien sehen wir eine Mischung aus dem gelben Sack und dem Inhalt im spektralen Signal. Was sich ansonsten räumlich mischt und zum Signal beiträgt, ist bei transluzenten Materialien auch noch komplexer. Da gibt es dann auch noch unterschiedliche Schichten, die beitragen. Hängt jetzt eben einfach von der Transluzenz des gelben Sacks ab. Die sind ja sehr dünn. Da kann man wahrscheinlich reingucken, ja.